Hi Leute, willkommen zurück zu The Journey Hunter Returns. Wir haben einen neuen Teamkollegen und zwar den guten Chris Mann. Den haben wir im letzten Part schon gehabt und schauen uns mal an, ob die Saison jetzt ein bisschen besser läuft gegen 96. Wenn ich mir Bayern so anschaue, muss Alexander in der Startelf stehen. Klarer Fall, das haben wir eigentlich schon gelesen hier alles. Wurde wohl nur nicht gespeichert, dass wir schon gelesen haben. Also, auf geht's. Nächster Sieg könnte bedeuten, dass wir an Leipzig vorbeiziehen. Was natürlich schon mal ein guter Start wäre. Hoffentlich läuft's mit Griezmann im Zusammenspiel jetzt ein bisschen besser. Gibt die Vorlage zu dem Griezmann-Tor. Die anderen beiden sind noch geheim. Ich frage mich echt, was denn da noch so kommen wird, wenn es doch geheim ist. Mal schauen. Ab in die Bundesliga. Griezmann hat den Anstoß und auf geht's. Robin Hunter auf Griezmann. Ich versuch's einfach mal mit dem Distanzschuss. Den Schauner sollte nicht der beste Torhüter sein. Tut mir leid. Aber ist nun mal so. Vielleicht kann Griezmann gleich meinen Kopfball verwerten. Na, gegen Sané werden Kopfbälle schwer. Also 96 auf jeden Fall nicht dazu kommen lassen, in Angriff zu gehen. Warum gab das jetzt keinen guten Zweikampfpunkt? Oh, das war ein guter Pass von Griezmann auf Hunter. Hunter zurück auf Griezmann und das ist das 1-0. Das ist die Vorlage auf Griezmann. Und das ist der Erfolg, den wir brauchten. Wie ich schon sagte, Schauner sollte jetzt nicht der Stärkste sein. Tut mir leid, 96, aber leider muss ich euch jetzt gerade nutzen, um unsere Bewertung, unsere Beziehung zu Griezmann hier ein bisschen zu pushen. Aber das startet doch schon mal mehr als perfekt. Auf nach vorne, Griezmann, Hunter, Griezmann. Schöner Ball auf Alex. Hunter! Und was ist denn das? Endlich läuft's. Vorlage Hunter auf Griezmann, Vorlage Griezmann auf Hunter. Und schon steht es 2-0, 11. Minute. Aber wie gesagt, gegen 96 sollte es auch etwas leichter sein. Oh nein. Was war das denn? Das war doch geskriptet, oder? Rückschlag, das Kapitel heißt Rückschlag. Das war aber sowas von klar, dass wir uns verletzen. Wenn ich komme jetzt zur Cutscene, dann war das aber sowas von... Alex, das ist geskriptet. Alex, du bist verletzt, du musst raus. Nein, ist schon okay, mir geht's gut. Ich mach weiter. No, du machst alles nur noch schlimmer. Du bist verletzt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Raus. Wow. Das wird schon, nur Geduld. Deshalb heißt das verkackte Kapitel Rückschlag. Und deswegen wirkt es so, als ob wir weniger Spiele hätten in diesem Kapitel, als es noch Spiele in der Saison gibt. Immerhin haben wir die Vorlage auf Griezmann und die Rückwärtsvorlage geschafft. Tore 1, Vorlagen 1, nur 12 Minuten gespielt, haben wir zum Glück in 11 Minuten 2 Tore gemacht. Aber wie lange fallen wir denn jetzt aus? Da ist dann doch ganz gut, dass wir aufs Wochengehalt nicht auf den Startelf-Bonus geschaut haben. Die Partnerschaft zu Griezmann ist natürlich extrem gut hochgegangen, aber das war doch geskriptet, das kannst du mir doch nicht verraten, das kannst du mir doch nicht anders sagen. Das war doch hundertprozentig geskriptet. Es ist hier nichts passiert, wir sind ja ohne Fremdeinwirkung einfach so zu Boden gegangen, obwohl wir volle Fitness hatten. Das passiert eigentlich nicht in FIFA. Das ist, ja, deswegen heißt das Kapitel Rückschlag. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Und? Alex, ich habe schlechte Nachrichten. Es ist ein schwerer Meniskusriss. Deine Operation ist Ende dieser Woche. Und dann steht die Reha an. Mit etwas Glück und hervorragendem Training kommst du zurück. Im März. März? Das sind fast 2 Monate. Alex, ich wünschte, es wäre nicht so.
Aber manches liegt halt nicht in unserer Hand. Du darfst nach Hause gehen, wenn du willst, bis der Gips ab ist. Dann schicken wir dich zu einem Spezialisten. Dort beginnt die Reha in Los Angeles. Naja, Kim. Würden wir so lange Kim spielen, oder wie sieht's aus? Vielleicht haben wir deswegen die noch zwei Geheimaufgaben, weil wir jetzt keine Hunter-Spiele mehr haben. Oh Mann. Aber wir haben unsere Griezmann-Vorlage fürs Kapitel. Geheimaufgabe ist immer noch da. Aber die Vorlage zum Griezmann-Tor ist zum Glück erledigt. Das sind die 10.000 Follower, die wir brauchten. Oh shit, ey. Schöne Grüße an meinen Bayern-Sturmpartner Alexander. Hol dich schön. Na super, Alexander, da hast du ja, dich ja toll verletzt. Hätte wohl gerade an den Gedanken und hatte mich gerade an den Gedanken gewöhnt, dass wir einen Kit aus der MLS geholt haben. Alexander, mach dir keinen Kopf. Nach der Verletzung kommst du besser denn je zurück. Wenn du Hilfe bei der Kniereha brauchst, Alexander, weißt du ja, wo du mich findest. Hashtag durchhalten. Verletzungen passieren halt, Alexander. Dein Knie ist also kaputt, Alexander. Gute Besserung. Halt durch, Alexander. Du hast zwar die Knie eines Hunters, aber du hast auch den Kampfgeist eines Hunters. Stimmt, unser Vater ist ja damals, glaube ich, auch durch eine Knieverletzung ausgefallen und kam danach nie wieder zurück. Okay. 2 Monate also. Ach, Jimmy. Hier. Du musst dich stärken, damit dein Knie wieder wird. Was hast du? Ich... Lotze. Hat dein Dad dir je erzählt, wie er verletzt wurde? Das war die 5. Pokalrunde. Harold war in der Form seines Lebens. Die Nationalmannschaft war in Reichweite. Der Innenverteidiger hat ihn einfach umgesäbelt. Der Schiedsrichter sah das nicht als Foul. Von dem Punkt an war dein Dad überzeugt, dass ihm eine Riesenchance geklaut wurde. Er wollte so schnell wie möglich wieder spielen. Also hat es übertrieben, ist zu früh zurückgekommen. Gott, als die Ärzte sein Karriereende verkündeten, hat er sich verändert. Völlig. Was willst du damit sagen? Ich will dir bloß die Wahrheit sagen, mein Junge. Mach langsam. Du bist nicht dein Dad. Lass dir Zeit. Dann wirst du stärker als je zuvor. Iss auf, bevor es kalt wird. Danke, Jimmy. Ach was. Nee. Boah, das Spiel hat aber echt einige Überraschungen parat. Wir spielen doch mal wieder für Menu. Und zwar mit Williams. Schafft den Sprung in die Startelf eines Premier League Pokals? Oder was kommt da? Einer Premier League Partie mit Danny. Belohnung zweite Luft und gewinnt den EFL Cup mit Danny. Wir spielen also, bis Hunter wieder fit ist, jetzt mit Danny. Oh Gott, was kann der denn? Wichtiges Spiel diese Woche, mal sehen, ob The Williams Footy im Aufgebot steht. The Williams Footy ist eine andere Welt, oder? Spiel einfach dein Spiel, Monami, nutze deine Chance. Alle Augen auf The Williams gerichtet, meine auch. Stars im Blickpunkt. Warum steht dieser The Williams Footy in der Aufstellung?
Spieltag. Ich freue mich insbesondere auf Manchester United gegen Manchester City. Ganz interessante Story rund um diese Partie. Williams ist diese Saison eine Katastrophe. Kein Wunder, dass der Coach ihn nicht auf ihn setzt. Geh wieder in die Championship, du Williams. Jeder hat mal ein schlechtes Spiel, keine Frage, Kopf hoch. Das klappt schon. Es dauert eine Weile, bis man sich an die Premier League gewöhnt hat. Du Williams, fuhr die streng nicht weiter an, dann klappt das schon. Wenn er nicht mächtig aufdreht, ist er bald wieder in der Championship. Mir war immer klar, dass du kein Premier League-Niveau hast. Feiert sein Premier League-Debüt echt einen Witz. Ich gebe dir eine Chance. Okay, bla 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 bla. Wenn ihr es lesen wollt, dann pausiert mal kurz oder so. Es sind mir ein paar zu viele Nachrichten. Gut, dann bin ich mal gespannt. Wir müssen den EFL Cup gewinnen und den Sprung in die Startelf einer Premier League-Partie schaffen. Wir spielen jetzt gegen Manchester City im Direktduell. Mit dem Sieg könnten wir auf 3 Punkte ranspringen. Und auf 1 Punkt ranspringen, denn die haben ein Spiel mehr als wir. Ist also ein unfassbar wichtiges Spiel. Zu welchem Spielstand kommen wir rein? Beeindruckt den Boss. 8-0. Ach du Scheiße. Bricht den Bann, das heißt, wir liegen hinten. Ja, na, herzlichen Glückwunsch. Und wir müssen das Ding gewinnen, das ist das Problem. Immerhin sind wir wieder Stürmer, aber die Frage ist, ist es ja genauso schnell wie... Oh ne, es ist 0-0, es sind noch 10 Minuten zu spielen. Verdammte Kacke. Beeilung, schnelle Balleroberung, schneller Pass. Williams! Starte in die Lücke! Williams! Starte in die Lücke! Nein! Oh, so ein Scheiß. Wir müssen innerhalb von 10 Minuten 10 Pässe spielen. Das Spiel gewinnen. Und eine Wertung von 8-0 erreichen. Das heißt, wir müssen hier quasi das Tor schießen. Denn das ist in 8-0 nicht drin. Selbst wenn wir das Tor schießen, reicht das noch nicht. Für ein 8-0. So eine Kacke. Wir müssen das Ding gewinnen. Ansonsten ist die Meisterschaft fast dahin. Aber so natürlich nicht. So eine Kacke. Oh, mal wieder... Mit Manny zu spielen ist aber auch schön. Das ist ja unser Club gewesen, eine komplette Saison lang. Pogba. Ach komm schon. Herrera. Martial war im verkackten Abseits. Ich würde gerne auf Offensiv stellen, aber das ist leider nicht unsere Aufgabe. Das dürfen wir leider nicht. Danny. Komm schon, starte. Ach, Mann. Wir spielen hier halt gegen Man City. Da kann man nicht einfach so sagen, hey, du kommst jetzt in der 80. rein und spielst jetzt das Spiel deines Lebens. Okay, wir müssen Pogba schicken. Der ist schneller. Und der kann einen guten Pass auf Danny Williams schicken. Oh! Wechsel auf Danny. Flanke dahin. Auf Dannys Kopf. Und der war gut. Und der ist drin. Immerhin das Richtige für die Mannschaft getan. Die Mannschaft steht erstmal im Vordergrund. Und da hat Walker das wichtige Führungstor geschossen. Das Problem ist, Danny bekommt dafür nicht die Vorlage. Gammelt weiterhin bei einer 6 rum. Immerhin könnten wir versuchen, die 10 erfolgreichen Pässe zu spielen. Und so natürlich nicht. Scheiße. Gute Balleroberung, auch wenn du das als Stürmer eigentlich nicht brauchst. Jetzt lauf schön in die Mitte, bitte. Lauf da schön hin. Oh. Danny! Ach, komm schon! Ich weiß nicht, ob wir schon 10 Pässe haben. 10 sind echt viel. Für einen Stürmer. Ist halt kein Mittelfeldspieler oder so. Der uns halt irgendwie oft in Szene setzt. Aber erstmal ist das Wichtigste, hier kein Gegentor mehr zu fangen. Oh, De Gea.
Shit. Okay, Mkhitaryan haut das Ding raus. 89. Minute. Wer weiß, wie viel Nachspielzeit noch? Lauf, Danny! Ach, Mann. Doch mehr in Lauf, Leute. Schießt ihr noch ein Stück mehr in den Lauf. Jawohl. Und jetzt Danny ab nach vorne. Danny ab nach vorne. Danny, warum bleibst du stehen? Letzte Chance vielleicht, ein Tor mit Danny zu machen. Eine andere bekommen wir nicht mehr. Und jetzt bekommen wir gar keine mehr. Das war's. Danny bleibt bei der 6-6. Und jetzt dürfen wir bloß nicht noch das Gegentor fangen. So eine Kacke. Okay, danke, dass du dir den Ball schenkst. Oh, vielleicht bekommen wir doch noch eine Chance. Warum ist Bailly hier vorne? So weit in die Offensive müssen wir nicht mehr. Danny! Nein! Das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Das wär's sowas von gewesen. Jetzt das 2-0 mit Danny. Ach komm, Mkhitaryan. Immer noch kein Abpfiff. Aber sobald wir den Ball wieder haben, pfeift er ab. Jetzt dürfen wir aber hier bloß kein Gegentor mehr zulassen. Alles nur kein Gegentor. Alles nur kein Gegentor. Weg damit. Okay, wir könnten die 10 Pässe erreicht haben. Wir haben den Bann gebrochen. Wir haben leider keine 8-0. Aber das wären 2 von 3 Ergebnissen, die wir machen mussten. Also es war ein Eigentor von Walker sogar. Deswegen haben wir wahrscheinlich keine Vorlage bekommen. Das ist ja noch besser. Ich habe mich eben schon gewundert, wann spielt denn Walker bei Man United? Haben die hier auch Transfers durchgebracht? Aber leider nur... Nein, wir haben auch nur 8 Pässe. Scheiße, hätte ich doch nochmal vorsichtshalber 2 Pässe gemacht und wäre nicht aufs Tor gegangen. Aber das Spiel ist gewonnen und ich finde, das ist tatsächlich für den Verein mit Abstand das Wichtigste. Und Danny hatte 3 richtig große Chancen. Wett? Wieso spielen wir auf Schwierigkeitsprofi? Ja, natürlich ändern. Warum hat das... Lass mich raten. Es ist schon wieder dieser komische automatische Schwierigkeitsanpassungsmodus drin. Boah, wie lange spielen wir schon wieder auf Profi? Wir hatten halt am Anfang, hat das Spiel automatisch von Weltklasse auf Legende hochgestellt. Wir haben dann manuell von Legende wieder auf Weltklasse runtergestellt. Und dann hat das Spiel wohl automatisch von Weltklasse auf Profi runtergestellt, nur um uns jetzt zu sagen, dass Profi wohl zu einfach ist und wir wieder Weltklasse spielen sollen. Kannst du dich mal entscheiden? Oh, toll. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon wieder auf Profi spielen. Wahrscheinlich haben wir deswegen eben gegen Bayern auch plötzlich 2 Tore geschafft. Innerhalb von so kurzer Zeit. Der Danny auf dem Foto sieht übrigens ziemlich anders aus als der Danny in-game. Aber wenn wir mit Danny auch Training machen dürfen... Ach, Danny ist auch eigentlich rechter Stürmer. Kein zentraler Stürmer. Wenn wir mit Danny Training machen dürfen, dann ist tatsächlich drin ein Startelf-Einsatz. Na gut, Danny ist erst eine 71, also wie Hunter zu seinem Start. Kein Wunder, dass wir mit dem noch nicht so viel reißen. Hier mit dem 81er Hunter mittlerweile. Okay, Leute. Es ist doch toll, neben The Williams zu spielen. Das würde Danny zwar eigentlich sagen. Alle für einen, einer für alle, würde ich aber sagen. Alle für einen, einer für alle? Die 3 Musketiere, oder? 2. Wolltest mich sprechen, Boss? Oh-oh. Ja, das wollte ich. Komm rein. Das war doch ganz gut für den ersten Einsatz. Die Premier League. Großer Sprung. Wenn du dich hier durchsetzen willst, musst du noch härter arbeiten und trainieren als in der Championship. Mhm. Das Talent war noch nie dein Problem, Junge. Was dir fehlt, ist der eiserne Wille.
Dir reicht es schon, ein Mitläufer zu sein, anstatt alles aus dir rauszuholen, was geht. Habe ich recht? Der Druck macht mir zu schaffen. Ich brauche eine Eingewöhnungsphase. Geht klar, Boss. Ruhig, Boss. Also, noch hast du das Beste nicht gesehen. Was ist dein Problem, hä? Wenn du halb so viel Energie in dein Spiel wie in dein Gehabe stecken würdest, könntest du ein großartiger Spieler sein. Auf der Bank sitzen, ein paar Minuten auf dem Rasen sein, Gehalt kassieren. Ist dir das genug, ja? Deswegen habe ich dir klar, Boss, gesagt, nein, natürlich ist mir nicht genug. Nicht. Die Zeit ist für dich gekommen, diese Witze sein zu lassen. Verdien dir lieber mal etwas mehr Respekt. Kümmer dich drum. Okay, alles klar, Boss. Der Trainer sollte mich halt mal richtig aufstellen. Okay, Williams, ich red mit ihm. Ich verspreche nichts, okay? Raus jetzt. Er ist immer noch der sympathischste, Andy. Und wenn die nicht zu Bayern holen? Dennis Karriere retten. Spiele Dennis Journey und versuche seine Karriere zu retten. Überspringe Dennis Journey, lass ihn scheitern. Weiter zu Kapitel 6. Nein! Das machen wir nicht. Wir könnten das Let's Play jetzt relativ schnell beenden, indem wir direkt zu Kapitel 6 springen. Aber das wäre ja vollkommen dämlich. Die Wohnung, die Danny bekommen hat von Manny, scheint ein bisschen schlechter zu sein, als sie die Hunter bekommen hat. Sauber, jetzt wo die Spielzeit stimmt, kommen auch bald die Werbeverträge, The Williams. Schöner Dreier für Manchester United, gute Leistung von Williams. Das verspricht einiges für die nächsten Spiele hier. Warum gibt es denn dann Kritik, Leute? Warum gibt es denn dann Kritik? So, wir dürfen jetzt die Karriere machen. Als nächstes steht Pokal an gegen Arsenal. Wir sollen den EFL Cup gewinnen. Das heißt, wir müssen das Pokal gegen Arsenal gewinnen. Dürfen jetzt aber erstmal, dass da oben, dass da Hand abgebildet ist, macht keinen Sinn. Dürfen jetzt erstmal Training machen, was ich gut finde. Ja, dadurch könnten wir uns tatsächlich schon mal einen Startelfplatz verdienen. Und müssen nicht irgendwie beim Stand von 0-2 oder so rein beim Arsenal-Spiel. Wer ist bereit für ein bisschen Training? Ich. Kommt schon, fangen wir an. Nichts bringt die Zuschauer so zum Ausrasten wie ein Weitschusstor. Oh, wir könnten hier echt viele Attribute erhöhen. Vor allem unsere Beschleunigung ist halt scheiße. Und das ist genau der Vorteil gewesen, den Hunter immer hatte. Ich weiß, wie Schüsse und wie angeschnittene Schüsse gehen, aber wir müssen gegen De Gea spielen. Das wird schwierig, vor allem mit Dennis Kackschuss. Bist du Linksfuß? Oh nein, du bist kein Fuß, wie es aussieht. Scheiße! Du kannst ja gar nichts, Willy! Yes! Okay, weiter so. Ist ja ein Bronzetraining, das kriegen wir schon irgendwie hin. Yes! Yes! Ja, kein Wunder, dass die im Spiel alle daneben gegangen sind, wenn der so schlechte Abschlusswerte hat hier. Und... Nein! Komm schon, einer muss noch auf jeden Fall rein, wenn nicht sogar zwei. Okay, der muss jetzt rein. Okay, der letzte. Die letzte Chance, die letzte Chance. Yes! Der A-Rang. Das hat uns schon mal einen Wert erhöht. Jetzt müssen wir noch einen A-Rang holen. Wir kriegen noch einen. Wollies, als ob der Wollies kann, ey. Der hat nur einen Abschluss von 70. Das ist voll ungewohnt, wieder mit so einem zu spielen. Ich möchte vielleicht doch lieber seine Karriere beenden müssen. Aber die wollen nicht für alle ein Happy End. Leider hat es für Kimi nur so ein bisschen gereicht, aber das ist ja, heißt ja noch lange nicht, dass ihre komplette Karriere versaut ist. Nur weil sie halt nicht unbedingt gegen Deutschland gewonnen hat. Er hätte ja immerhin ihr Tor geschossen durch den Elfmeter. Oh Gott, der ist so scheiße. Mit einem B bin ich zufrieden. Obwohl, nein, wir müssen in die Startelf. Da reicht kein B. Aber ich erinnere mich, dass wir selbst mit Hunter hier beim ersten Mal leichte Schwierigkeiten hatten. Obwohl, wir haben noch einen. Wenn wir den richtig schön reinzimmern, dann könnte das was werden. Wir schaffen B auf jeden Fall nochmal. Wir müssen den einfach locker reinmachen. Scheiß auf die Zielscheiben. Solange wir nicht mittig auf das Drecksding draufballern, ist das alles in Ordnung. Es bringt immer 800 bis 1000 Punkte, wenn wir relativ nah an der Seite treffen.
Das ist genug eigentlich. Ja, den B-Rang haben wir schon mal. Den noch schön verwandeln. Wir sind immerhin groß, es ist Kopfball stark. Oh Gott, Danny. Also der B-Rang sollte auf jeden Fall drin sein, wie wir jetzt hier schon gesehen haben. Den B-Rang, den kriegen wir immer. Oh Gott, du Vollidiot. Du kannst ja gar nichts. Kein Wunder. Warum verpflichtet so jemanden Manchester United? Jetzt treffen wir noch nicht mehr seitlich das Tor. 700. Der ist gut, aber das reicht auf keinen Fall für A. Wir werden jetzt hier das B akzeptieren müssen. Und fortsetzen. Wie sieht's aus? A und B, hat das gereicht für Startelf? Hat auf jeden Fall gereicht, um gleich einige Werte zu erhöhen. Das war's für heute. Reicht nicht für Startelf. Guter Abend aus. Williams, komm mal her. Du spielst von Anfang an im Liga-Cup-Halbfinal-Rückspiel. Oh. Wir sind im Angriff zu berechenbar, also probiert der Boss mal was Neues aus. Du machst Witze, ja? Ich mach keine Witze. Das Hinspiel war 0-0. Ein Spiel haben wir noch bis Wembley und du solltest diese Chance nutzen. Mhm. Eine zweite kriegst du vielleicht nie. Schließlich ist das ja auch genau deine Position. Toll. Boah, Alter. Du darfst also im Liga-Cup-Halbfinale von Anfang an ran. Oh Gott, das sage ich nicht. Steht gegen Arsenal in der Startelf. Komm schon, Williams, zeig endlich mal, was du drauf hast. Danny Williams und Manchester United in der Startelf. Ich glaube, Manchester United könnte hier die EFL Cup gewinnen. Ligapokal, keine Frage, wir nehmen den EFL Cup sehr ernst. Manchester United muss in seiner Form arbeiten und sich einen Sieg im EFL Cup zu holen und damit die Moral der Mannschaft aufzumöbeln. Ja, so sieht's aus. Wir haben eine 72 erreicht und können damit was verbessern. Danny ist ja, wenn er auf der rechten Flügelposition spielt, jetzt eher der Vorlagengeber, oder? Dann könnten wir mit einem Skillpunkt entweder Außenrisspässe und Spielmacher erhöhen. Also eigentlich die einzige Werte, die wir erhöhen könnten, wäre Übersicht. Das finde ich tatsächlich nicht so wichtig. Außerdem könnten wir unseren schwachen... Oder wir könnten eben, wie gesagt, Abschluss erhöhen. Und den schwachen Fuß. Da finde ich tatsächlich aktuell Abschluss und den schwachen Fuß sinnvoller als Übersicht. Toll, natürlich muss wieder das Telefon klingeln, immer wenn ich aufnehme. Es ist so eine Kacke. Okay, jetzt starten wir aber rein. Spieltag EFL Cup gegen Arsenal. Ich fasse es nicht, ey. Oh. Ich habe so eine Angst. Ich hab richtig Angst. Wir könnten es jetzt echt verkacken, die komplette Karriere. Wenn wir jetzt ein geiles Spiel hinlegen, dann qualifizieren wir uns für die Startelf für ein Ligaspiel und ziehen ins Finale vom EFL Cup ein. Wenn wir jetzt verlieren, fliegen wir aus dem EFL Cup und verlieren unsere Chance auf einen Startelfplatz. Boah, das ist das entscheidendste Spiel. Kapitel 5 Rückschlag mit Danny Williams. Come on, du packst das, Junge. Manchester United gegen den FC Arsenal. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein leichter Gegner. Ist Williams jetzt ein Stoßstürmer? Ich hätte vielleicht doch das System am Anfang einmal kurz anschauen müssen.
Wunderschöner Ball auf Pogba. Was macht Pogba draus? Der spielt auf jeden Fall erstmal auf Mkhitaryan. Der spielt auf Danny Williams, aber leider kommt der Ball nicht richtig an. Wenn er doch als Stoßstürmer spielt, dann war der auf den Abschluss zu gehen wahrscheinlich doch die richtige Entscheidung. Wir müssen ein Tor machen und eigentlich müssen wir ein Tor mit Danny machen. Schick ihn. Es gibt einen Freistoß aus guter Position. Aber den guten Danny in Szene zu setzen, ist gar nicht mal so einfach. Weil der halt weder schnell genug ist, um einfach mal die gegnerische Abwehr zu überrennen, wie wir das mit Hunter immer gemacht haben. Noch hat er einen guten Abschluss, also der wird einige Chancen brauchen, bis er endlich mal ein Tor macht. Außerdem hat das Spiel ja wohl scheinbar die Schwierigkeit wieder auf Weltklasse hochgestellt. Beziehungsweise hatte das vorher wohl scheinbar auf Profi runtergestellt, weshalb es auch so unfassbar gut für uns mit Hunter lief. Nur um es dann automatisch wieder hochzustellen und zu sagen, scheinbar ist die Schwierigkeit so leicht für dich. Die habe ich ja für dich ausgesucht. Du wolltest ja eigentlich die schwierigere, aber jetzt habe ich sie wieder leichter gemacht und jetzt merke ich, dass es wohl ein Fehler war. Wieso lässt FIFA nicht einfach die verkackte Schwierigkeit drin, die ich auch eingestellt habe? Aber man merkt gleich, dass das hier jetzt Weltklasse ist. Wenn wir die Gegner ganz anders spielen. Oder es liegt daran, dass es Arsenal ist. Okay, naja. Immerhin haben wir ein paar besser gespielt. Auf nach vorne. Schöner Ball auf Danny, aber der kann sich einfach nicht durchsetzen. Wie soll sich ein 71er Stürmer, der nicht gute Geschwindigkeit hat, auch gegen eine Arsenal-Defensive vernünftig durchsetzen? Das ist vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Vielleicht hatte das Spiel recht und Profi wäre doch eigentlich die bessere Schwierigkeit. Habe ich ja am Anfang auch in Erwägung gezogen, dass wir vielleicht lieber Profi nehmen. Da ist er! Das gibt's nicht! Da ist der Williams. Was für ein schöner Lauf. Das habe ich ja überhaupt nicht von ihm erwartet. Und dann macht er dann tatsächlich auch noch rein. Okay, ich wollte gerade sagen, ich hatte ja am Anfang von The Journey tatsächlich überlegt, Profi zu nehmen. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass man eben in diesem Modus hier vielleicht eine Schwierigkeit niedriger nehmen sollte, als man normalerweise spielt. Und normalerweise spiele ich eben auf Weltklasse. Ja, weil man sich eben nicht einfach aufs Spiel und aufs Siegen konzentrieren kann. Sondern man muss sich eben darauf konzentrieren, das Ding hier halt auch wirklich zu gewinnen. Also halt das Ding mit einem bestimmten Spieler zu gewinnen, der eigentlich schlechter ist als der eigentliche Spieler der Mannschaft auf der Position. Das ist eben das Ding. Normalerweise hätten wir Manchester United Lukaku da vorne gehabt. Der ist deutlich besser als Hunter oder als Danny. Bei Bayern hätten wir eigentlich Lewandowski da. Und normalerweise würde ich mit Dribblings von Ribéry und Robben eben auch, wie man das von denen kennt, nach innen ziehen und versuchen, mit einem starken Fuß abzuschließen. Das funktioniert aber nicht, wenn wir die Tore mit Hunter machen müssen. Das heißt, ich muss völlig gegen den Spielstil der Mannschaft und gegen meinen eigenen Spielstil spielen. Und dann auf demselben Schwierigkeitsgrad, wie man normalerweise spielt, zu spielen, ist dann halt sehr, sehr happig. Deswegen ist es eigentlich Profi die richtige Schwierigkeit gewesen. Das Problem ist, ich dachte, wir würden die ganze Zeit auf Weltklasse spielen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wann das Spiel das Ganze auf Profi runtergestellt haben soll. Ich dachte eben, wir hätten die ganze Zeit auf Weltklasse gespielt. Und bin deswegen davon ausgegangen, dass wir vielleicht doch gut genug sind, um das hier auf Weltklasse durchzuziehen. Aber jetzt gerade läuft es ja tatsächlich. Aber nur so lange, bis sie das Tor fällt. Und vielleicht war meine erste Intention,
doch lieber auf Profi zu spielen, vielleicht dann doch die richtige. Ich wusste halt nur nicht, dass wir es schon die ganze Zeit tun. Oder vielleicht tun wir es auch erst seit ein paar Spielen. Keine Ahnung, wann FIFA das runtergestellt hat. Das war ja in FIFA 17 schon so eine total beschissene Sache da mit dem. Jetzt stelle ich die Schwierigkeit wieder hoch, jetzt stelle ich sie wieder runter, jetzt ist sie wieder zu schlecht, jetzt ist sie wieder zu niedrig, jetzt ist sie wieder zu hoch, jetzt ist sie wieder zu niedrig. Man kann vielleicht auch einfach mal tagesformabhängig spielen. Oder der eine Gegner ist einfach mal stärker als der andere. Vor allem gewinnen wir sauknapp mit 1-0. Danny Williams hat überhaupt nichts hingekriegt. Das Spiel sagt ja, der Schwierigkeitsgrad scheint ja wohl zu einfach zu sein. Die Anforderungen an mich waren aber viel höher als das, was ich geschafft habe. Das heißt, ich habe die Anforderungen nicht erfüllt, die das Spiel an mich gestellt hat. Und trotzdem soll der Schwierigkeitsgrad so einfach für mich sein. Alles klar, Spiel macht Sinn. Oh, die Anweisungen. Haben wir erreicht? Haben wir erreicht? Haben wir erreicht? Was für eine tolle Sache, Danny. Ich könnte sagen, wir könnten gleich eventuell zwei Aktionen schaffen, die Hunter helfen. Und was ist das? Was ist denn mit deinem Abschluss los? Was zum Teufel? Da erhöhe ich einmal den Attribut Abschluss und plötzlich haut der Danny hier alle Dinger ins Tor. 2-0, Doppelpack Williams. Okay, vielleicht lag es auch einfach an Man City oder den 10 Minuten, die wir nur hatten, dass wir da eben nicht wirklich viel machen konnten. Ich finde es aber immer gut, dass wir hier in 90 Minuten viel weniger machen müssen als eben in 10. Also die Anforderungen nach Einwechslungen sind immer deutlich happiger. Zumindest kommt mir das immer so vor, als wenn sie immer deutlich happiger wären. Als die, wenn man in der Startelf steht. Aber eigentlich sollte es ja genau andersrum, dass ein Spieler, der in der Startelf steht, eigentlich vom Trainer auch stärker eingeschätzt wird und dementsprechend halt auch viel höhere Anforderungen haben sollte, als ein Spieler, der nur eingewechselt wird und dementsprechend vom Trainer eh schon weiß, der reicht momentan nicht für die Startelf. Die Anforderungen an den sollten dementsprechend etwas niedriger sein. Wir müssen trotzdem aufpassen. Ein Unentschieden würde jetzt bedeuten, dass Arsenal weiter ist wegen der Auswärtstorregel. Wir spielen jetzt hier zu Hause. Das heißt, wir müssen schon versuchen, hier lustig noch ein Tor reinzubekommen. So, Herrera und Pogba sind raus. Das heißt, wir haben schon mal etwas schwächere Vorlagengeber. Aber wie gesagt, eigentlich müssen wir nur noch defensiv stehen. Einfach nur kein Tor zu lassen gegen jetzt wahrscheinlich druckmachende Arsenianer, Londoner, wie auch immer. Und das Ding hier locker zu Hause halten und ins Finale einziehen. So, ich habe gar nicht auf die Spieltage in der Premier League geachtet, wie viele Spieltage wir da überhaupt noch haben. Danny, leg mal einen vor, der ist wunderschön auf Juan Mata. Und der ist drin. Im Nachschuss und die Vorlage natürlich von wem? Von The Williams. In der 83. Minute. Das müsste jetzt aber die Entscheidung sein. Ich glaube nicht, dass Arsenal jetzt hier noch innerhalb von 7 Minuten, jetzt noch 6 Minuten plus Nachspielzeit noch 3 Tore gelingen. Da es im Hinspiel 0-0 war, reicht denen halt wirklich nur ein Unentschieden oder ein Sieg. Mit keiner Form von der Niederlage würden sie weiterkommen. Auf geht's, Martial. Oder auch nicht. Wenn er mir jetzt hier gleich ankommt und Weltklasse ist wohl auch zu lang für dich. Nimm lieber Legende. Dann kann er mich mal. Martial, oben ist Danny. Oh, schade, das wäre es gewesen, wenn er jetzt noch den Dreierpack gemacht hätte. Das ist der Sieg. Das ist eine brillante, fabelhafte Leistung von Danny Williams.
Eine Vorlage und zwei Tore, das hat sich perfekt ausgezahlt, das Vertrauen des Trainers. Wir haben sogar drei gute Chancen rausgespielt. Haben zwei verwandelt, eins vorgelegt und den Sieg geholt. Wir stehen im Finale des Cups. Und damit könnte es tatsächlich mit dem nächsten Training zumindest für die Startelf in der nächsten, im nächsten Spiel stimmen, passen, wie auch immer. 3-0 gesamt. Du machst das richtig gut in dieser Saison. Klasse, besser. Ach, bis eben waren wir noch die ganze Saison scheiße und jetzt machen wir es plötzlich richtig gut in dieser Saison. Sehr gut. Klasse Übersicht bei deinen Steilpässen. Bei diesem Direktabnahmetor hast du allen gezeigt, was du kannst. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Gute Übersicht bei der Torvorbereitung. Jo. Kriegt Danny sein erstes Interview? Oder ist er dafür noch nicht groß genug? Danny Williams. Great game, lad. Wie schön, ein Held zu sein, oder, mon ami? Du hast heute nicht nur den Trainer, sondern uns alle beeindruckt. Deine Worte haben mich überzeugt. Also, was du neulich gesagt hast, hat mich überzeugt. Schön, dass es in deinem Kopf angekommen ist. Auf dieser Leistung musst du aufbauen. Übernimm endlich Verantwortung. Verantwortung? So ein Vorbild sein und all das? Ja, ja, das ist mein Ding. Weißt du noch, als du das erste Mal hier warst? Da warst du ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler, konntest es kaum erwarten, einen Vertrag zu unterschreiben. Als die Fotografen gegangen waren, hattest du zu mir gesagt, dass du dir in diesem Club einen Namen machen wolltest. Lachhaft, oder? Der Trainer will, dass du in den nächsten Spielen mehr Verantwortung übernimmst. Mal sehen, vielleicht können wir dann in der Premier League was reißen. Wenn du jetzt Leistung zeigst, schaffst du es vielleicht ins Team fürs Ligapokalfinale. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Ach, danke, Andy. Du bist der Beste. Das meine ich ernst. Die sympathischste Person meiner Meinung nach im kompletten Story-Modus mit Kim. Kim mag ich auch. 9,6. Zwei Tore, eine Vorlage, ein Startelf-Bonus. Das erste Mal, dass Danny den bekommt. Der ist sogar höher als der von Hunter, oder? Hunter hat doch einen 1,7er bekommen. Toll. Der hat auch einen höheren, der hat denselben Torschützen-Bonus wie wir. Transferwert hat sich enorm erhöht. Es reicht noch nicht für die Startelf. Ich habe das Gefühl, als wenn das auch geskriptet sein könnte. Denn in The Journey 1 konnte man ja auch bis zu einem bestimmten Punkt beabsichtigt nicht den Startpunkt erreichen. Wir werden es jetzt erfahren, wenn wir im nächsten Training ARA-Ratings bekommen und trotzdem nicht in die Startelf kommen. Vielleicht gibt es für so ein Spiel auch einfach nur eine bestimmte Anzahl an Dingern, einfach nur eine bestimmte Anzahl an Startelf-Boni und das war nicht genug. The Williams, schön weitertreffen. Okay, danke. MFG, ein zufriedener Fan. The Williams ruft mich an. Wir müssen drüber reden, was wir mit dem Torbonus machen. Okay. Wo hast du dich denn die ganze Saison versteckt? Okay, das hatten wir schon. Was sagt die Tabelle? Auf einen Punkt ran an Chelsea, auf drei Punkte ran an Manchester City. Der Ligatitel wäre noch drin. Wir haben erst 23 Spiele. Wir spielen aber ja eh nur so lange, bis Hunter wieder fit ist. Das heißt, wir kriegen ja gar nicht mit, ob Man United, mein Gott, jetzt Meister wird oder nicht. Jungs, die Arbeit geht weiter. Zeigt dem Trainer, wofür ihr bezahlt werdet. Okay, Torvorlagen und hohe Steilpässe. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir in der Startelf. Aber mit Lukaku sollte das doch eigentlich möglich sein. Nicht, wenn man De Gea da hinten überwinden muss. Aber das läuft trotzdem nicht schlecht. Oh, wunderbar, noch einen. Und der war geschenkt. Und damit haben wir den A-Rang.
Ich wollte schon aufhören, weil ich nicht wusste, dass noch einer kommt. Na, dann haben wir den ja ganz safe. Weiter. Hohe Steilpässe. Wenn Lukaku richtig startet, dann klappt das. Und er startet richtig. Und er verwandelt ihn auch richtig schön. Oh Gott. Aber De Gea zu überwinden, wie gesagt, ist alles andere als einfach. Lukaku, na also. Ah. Wenn ich einem hier zutraue, dass er die reinhaut, dann dir. Aber der muss ja gar nicht zwangsläufig rein. Sobald er bei Lukaku ankommt, gibt er schon mal 500 Punkte. Wenn wir den dann reinschießen, dann wird es reichen. Aber vielleicht reicht es schon, wenn der hier ankommt. Vielleicht muss er gar nicht rein. Es reicht. Und Doppel-A muss doch jetzt aber hundertprozentig für die Startelf reichen. Wenn es jetzt nicht reicht, dann ist es gescriptet, dass es nicht reichen darf. Das war's für heute. Oh, es reicht safe. Okay, dann habe ich mich vertan. Dann gibt es für ein Spiel wirklich nur sehr wenig. Dann ist viel weniger vorgegeben, außer die Verletzung von Hunter vermutlich, als in der letzten, Journey. Damit haben wir ja schon mal die erste Qualifikation geschafft. Wir haben uns qualifiziert für die Startelf eines Ligaspiels. Heute schaue ich meinen Kumpel Williams gegen Burn zu. Schau mal, Manchester United. Oder komm schon, Manchester United. Die nächste Chance für The Williams zu glänzen. Ich glaube, das gelingt ihm auch, obwohl die Gerüchteküche gerade brodelt. Mach ein Tor für mich, The Williams. Wieso, wie die Gerüchteküche gerade brodelt? Wechselt jetzt auch, oder was? An die Arbeit, Manchester United spielt an diesem Spieltag zu Hause im Zentrum der Aufmerksamkeit. Danny Williams, wichtiges Spiel gegen Burn. Belastungsprobe für Danny Williams. Los geht's, aber los geht's erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr den Spaß schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann geht es mit angeschnittenen Schüssen und Außenrissschüssen weiter mit Danny Williams. Also bis dann und auf Wiedersehen.